Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play von Danganronpa We Free Killing Harmony. Und scheinbar kann ich mir doch Zeit lassen, weil hier oben die Zeitleiste immer nur dann weiterspringt, wenn man irgendeine Aktion ausführt. Und ich schätze mal, wir werden nochmal irgendwann das Time Limit erreichen, aber ich denke mir halt, ach, scheiß auf die Game Over. Dafür nehmen wir jetzt möglichst viel vom Spiel mit. Und ich glaube, ich muss nochmal ein bisschen meine Gedanken erklären hier zu dem Monopet und Mastermind, auch aufgrund von Kommentaren oder einem Kommentar, auch unter der letzten Folge. Also hier beim Monopet der Bluthandabdruck, warum ich dachte, dass es vom Mastermind sein müsste, ist, ja, da ist ein richtiger Einwand gekommen, dass es die von Nantaro doch eigentlich sein müssten, weil er ja das Pet im Prinzip umklammert haben müsste, da es sein Perk war. Und es ihm entwendet sein muss, unmittelbar nach seinem Tod. Das heißt aber natürlich, dass, weil die Hand vorher drauf war, als der Blutspritzer drauf kam, hat seine Hand davor geschützt, dass diese Blutspritzer eben auf da, wo seine Hand es festgehalten hat, draufgekommen sind. Das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Fingerabdruck tatsächlich von Rantaro und nicht vom Mastermind. Mein Gedanke war dann einfach nur, dass der Mastermind es natürlich angefasst hat und dabei das Blut mit dem Finger da dann so weggelöst hat, aber da wäre es ja verschmiert und nicht wirklich der Handabdruck an sich komplett. Deswegen, der Handabdruck ist tatsächlich vermutlich von Rantaro und das Blut müsste ja theoretisch dann eigentlich auch von Rantaro sein. Außer jemand anderes hatte zwischenzeitlich das Pad an sich gerissen, eventuell eben zum Beispiel Kaede, wenn sie die erste war, die zur Leiche gelaufen war. Und das Blut ist dann von demjenigen, der irgendwie weggemoxt wurde vom Mastermind, als er dann das Pad an sich genommen hat. Was eben auch sein könnte, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist beides sowohl Handabdruck als auch Blut von Nantaro. Wäre zumindest von auszugehen. Und dann die Frage, warum ich nie Maki oder Himiko oder so verdächtige. Maki habe ich schon oft verdächtigt. Ich, zumindest indem ich gesagt habe, dass ich nicht hoffe, dass sie sich letztendlich als Mastermind rausstellt. Letztendlich irgendwer von den Überbleibenden muss es ja noch sein. Aber ich weiß nicht, zwischen Himiko und Tsumugi... Ich kann es echt nicht sagen. Also Himiko, also beide wären super Schauspieler, wenn sie es tatsächlich wären, insbesondere Himiko. Oder es ist halt jemand, den wir schon kennen, aber tot glauben, was ich für mich die wahrscheinlichere Variante wäre. Und dann ist aber eben die Frage, macht es der Entwickler, macht es, ja, machen es die Danganronpa-Entwickler wirklich so, wieder mit dem Schwestern-Teil wie im ersten Teil, mit... scheint am Anfang gestorben und taucht am Ende dann real wieder auf, dass wir hier irgendwie einen Kaede-Verschnitt-Schwester erleben als Mastermind. Das wäre irgendwie zu offensichtlich zu diesem Zeitpunkt. Und durch die zu Offensichtlichkeit will man wahrscheinlich genau auf die falsche Fährte locken und dann am Ende hier in your face, es war doch genau so offensichtlich, wie es gewesen ist, machen oder so. Ich weiß es nicht. Schwer dahinter zu kommen. Es wäre einerseits plump, andererseits genial. es ist wirklich... unglaublich schwer abzuschätzen. Deswegen, ich kann es mir eigentlich von den derzeit verbliebenen Leuten verdächtig eigentlich tatsächlich Maki am allermeisten, dass sie der Mastermind sei. Maki ist von allen irgendwie so die am fähigsten wirkendste der Mastermind zu sein. Ansonsten bei allen anderen wären sie unglaublich tolle Schauspieler. Bei Kibo bestünde die Wahrscheinlichkeit, dass er es war, ohne es zu wissen, wegen seiner Antenne und seinem der inneren Stimme, die er gehört hat. Dass er sozusagen auch irgendwie aus dem Hintergrund von dem tatsächlichen Mastermind kontrolliert wurde und sowas wie der Traitor, der Verräter war, wenn es denn den hier auch wieder gibt in dem Teil. Deswegen, Maki und Kibo sind für mich eigentlich so die verdächtigsten und Himiko und Tsumugi, ich weiß nicht, da sagt mein Bauchgefühl einfach nein, aber Bauchgefühl kann bei Danganronpa eben sehr häufig täuschen. So, Maki ist fortgegangen, um was eigentlich nochmal zu machen, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall... Was war eigentlich unser nächster Plan? Das weiß ich auch nicht mehr. Ich rede einfach nochmal mit den Leuten. Was soll schon passieren? Wo versteckt sich der Mastermind? Haben wir das? Ja, den Sprite hatten wir schon mal von ihr, aber nicht mit dem Geblinker, oder? Das letzte Mal hat sie das mit Atua und Angie gehabt, oder? Ich weiß es nicht mehr. Bitte, Mutter Kuma, können wir dich fragen, wo der Mastermind sich versteckt? Ja. Warum bist du denn so höflich dem gegenüber oder ihr gegenüber, der Mutter Kuma? Also so wichtige Informationen kann ich jetzt leider nicht mit euch teilen. Das würde ja dafür sorgen, dass das Killing Game wesentlich unaufregender wird. Es ist ja wohl kein Zweifel, dass das hier der Raum des Masterminds ist. Es ist definitiv ja für die Überbleibsel der Verzweiflung gemacht, der Raum. Hä? Ist das denn so offensichtlich? Nun ja, wenn ihr richtig liegt, dann liegt ihr richtig.
Ich meine, derjenige, der nach dem ihr sucht, kommt ziemlich häufig in diesen Raum. Ziemlich häufig? Aber derjenige oder diejenige ist ja nicht blöd genug, dass sie oder er sich selbst einfach so leicht erwischen lässt. Was sagst du da? Also ist der Mastermind nicht hier? Aber wenn sie regelmäßig kommen, dann... Ich glaube, mein Hinweis hat bei Shuichi eine Vermutung ausgelöst, ha? Hinweis? Warum gibst du uns Hinweise? Willst du, dass wir die Wahrheit herausfinden? Und wenn dem so wäre? Solange es das Killing Game interessanter macht, dann ist alles okay. Selbst wenn es dazu führen könnte, dass das Killing Game endet? Hä? Dass das Killing Game endet? Du Mann, du liebes Lieschen. Habe ich es denn nicht immer und immer wieder schon die ganze Zeit über gesagt? Das Killing Game ist unendlich, bis in alle Ewigkeit. Es ist egal, was ihr tut. Dieses Killing Game ist absolut und wird ganz sicher niemals enden. Das Killing Game ist ein Symbol der Verzweiflung. Wie kann man etwas so Lustiges einfach enden lassen? Was meinst du damit? Ach, du musst nicht darüber nachdenken, was das bedeutet. Aber mal alle Bedeutungen beiseite. Es ist die Wahrheit. Das Beste, was ihr Kerle und Mädels tun könnt, ist einfach diese Wahrheit zu akzeptieren. Hinweise zum Mastermind gefunden. Gut, das hatte ich jetzt so gar nicht erwartet, dass das kommt, wenn wir mit Himiko sprechen. Aber ich glaube, wir sollten uns auch im Raum noch weiter umschauen. Reden wir doch mal mit Tsumugi. Es gibt also vermutlich keinen Zweifel, dass der Mastermind hierher gekommen ist. Also sollte es hier definitiv einen Hinweis geben. Wir sollten uns ganz ordentlich umschauen. Gut, Mülleimer und Monoped haben wir uns ja im Prinzip schon umgeschaut. Reden wir doch nochmal mit Mutter Kuma. Was? In Bezug auf einen, dass er hier beweisen soll, dass er jederzeit einen Monokuma gebären kann. Ein Gebären? Man sollte erstmal die Kinder akzeptieren, die man hat, bevor man einem weiteren Kind die Gebärhaftigkeit zukommen lässt. Ich frage mich, ob das wirklich wahr ist, was es über die Ersatzmonokumas gesagt hat. Ansonsten können wir nochmal ein bisschen hier was wegbumsen. Vielleicht offenbart sich dadurch irgendwas, was wir zuvor noch nicht gesehen haben. Und ich habe mich halt auch noch nie umgeschaut, fällt mir hier gerade so auf. Wie immer stockt es ein bisschen, da ich immer noch keine Lösung gefunden habe für alle Probleme, die mir das Spiel jetzt momentan mit OBS macht oder OBS mit dem Spiel mir macht. Hier haben wir eine halb kaputte Tür. Ist das die, durch die wir reingekommen sind? Gut, wir können es uns ja einfach mal anschauen. Wir waren endlich in der Lage, hineinzugelangen. Dank dessen, dass Kibo die versteckte Tür zerstört hat. Der einzige andere Weg hinein war die Keycard oder die Cardkey, was auch immer. Natürlich hat keiner von uns die, deswegen konnten wir zuvor nicht reingelangen. Aber es scheint nicht so, als gäbe es keinen Kartenleser im Inneren, auf der Innenseite von der versteckten Tür. Wie kannst du das noch feststellen bei dem Gerümpel hier? Hast du den Stein gefunden, was vorher die Rückseite war, oder was? Okay, hat er tatsächlich. Ich habe durch die Trümmer und den Schutt gesucht, aber nichts in der Richtung gefunden. Was bedeutet, dass man keinen Cardkey braucht, um diesen Raum hier zu verlassen. In dem Fall... den Staub auf den Cardreader zu packen, wie sie es damals gemacht haben, in dem Fall, als Kaide und er noch gemeinsam vor dem ersten Fall untersucht haben, ob hier jemand eingeht und ausgeht. Also Staub auf den Cardreader zu packen, wäre egal gewesen, wenn sie eben von dieser Seite hier rausgekommen wären. Es hätte nur erwischt, wenn jemand reingekommen wäre. Okay, ich habe alles untersucht, was ich muss, oder was es zu untersuchen gibt. Mann, was ist denn hier los? Ich kann nirgendwo den Mastermind finden. Der hat sich also nicht hier versteckt. Hast du irgendwas gefunden, Shuichi?
Ich habe alles untersucht, was ich finden könnte, aber ich habe das Gefühl, dass es hier immer noch irgendetwas versteckt gibt. Immer noch irgendein Geheimnis. Und das ist eventuell die Erinnerung, die er jetzt bekommt. Schon wieder! Eine weitere Erinnerung! Wieder mit FPS-Einbruch. Erinnerungsvideo. Wo der Sound viel schneller vorbei ist als das Video. Deswegen. Muss ich für die Soundeffekte nochmal nachträglich sorgen. Schwarz. Was? Was? Das ist... Ja! Hallöchen, Chuichi. Scheint so, als wärst du endlich von deinem langen Schlaf aufgewacht. Was? Monokuma? Okay, wahrscheinlich, wenn das hier ein Chuichi ist, der noch alle seine Erinnerungen hat, dann dürfte er die Gestalt von Monokuma wahrscheinlich von den früheren Killing Games und den Informationen, die er darüber hat, kennen. Ansonsten wäre es komisch, warum man hier Monokuma erkennen würde, aber vermutlich hat er Vorinformationen. Obwohl wir uns zum ersten Mal treffen, kennst du mich bereits. Naja, ist ja wohl klar, ich bin schließlich berühmt. Ich meine, das Killing Game der Hope's Peak Academy war das am meisten im Fernsehen angeschaute Event der Geschichte. Oder der Fernsehgeschichte. Warum ist Monokuma hier? Das kann doch nicht sein. Hi, hi. Oh, doch, das kann es. Hier nimmt alles seinen Anfang. Ein ganz neues Killing Game. Im Hintergrund Courtesy of the Gopher Project. Courtesy in dem Fall hier könnte... Was sein? Oh, mir fällt gerade auf, dass ich hier im Hintergrund einen Browser habe. Das sorgt ja vielleicht dafür, dass es weitere Einbußen an Geschwindigkeit gibt. Aber dafür ist der Browser zumindest einigermaßen schnell. Courtesy. Gefälligkeit, Liebenswürdigkeit, Zuvorkommenheit. Also wahrscheinlich Dank. Ein ganz neues Killing Game. Dank dem Gopher Project. Killing Game? Naja, von hier an werden dann die Dinge so vorangehen, wie sie üblicherweise in so einem Fall vorangehen. Ihr alle werdet eure Erinnerungen verlieren und alles vergessen, was bis zu diesem Zeitpunkt hier passiert ist. Was bei dem Gopher Project auf dem Spiel steht, die Hoffnungen und Träume, die Menschheit euch anvertraut haben. Und ja, ihr werdet vergessen, dass ihr die letzten 16 Überlebenden der menschlichen Rasse seid. Dieses Band des Vertrauens, das ihr miteinander geknüpft habt und eure widerwärtigen Freundschaftsversprechen. Dem alles heißt es Bye-bye, sobald das Killing Game losgeht. Was? Warum tust du das? Und warum zeigt er sich unnötigerweise einem Chuichi, der sich noch an alles erinnert, bevor das Killing Game beginnt, um das zu verkünden, wenn er es danach doch eh vergisst? Außer um ihm absichtlich diese Erinnerung hier jetzt wieder zu zeigen und noch irgendwas Wichtiges mitzuteilen. Na, es bringt nichts, mir irgendwelche Fragen zu stellen. Du wirst sowieso bald alles vergessen haben. Ui. Wer steckt hinter dem Ganzen hier? Wer bist du? Junko Enoshima ist tot und... Wie ich schon sagte, es bringt nichts. Du wirst das sowieso nur vergessen. Du lügst doch. Wie könnte ich das hier jemals vergessen? Ja. Mit diesem Blackout-Light. Was? Nun, dieses Blackout-Light hat die Kraft, Erinnerungslücken hervorzurufen oder Erinnerungsverlust. Ich meine, das Licht, was es ausstrahlt, stimuliert die basalen Nuklei und den Hippocampus. Was auch immer. Warte doch mal. Nein, ich werde nicht warten. Ich werde dieses Licht benutzen und... dann werde ich euch alle in irgendwelche Schränke packen, während ihr, ja, obdachlos, nicht obdachlos, was, während ihr, wer ist es, nicht unbewusst, Bewusstsein verlieren, also unbewusst, nee, während ihr, nicht beim Bewusstsein seid. Oh, Tanoshimi, ich freue mich, und dann wird das Killing Game beginnen. Hm.
Ich erinnere mich. Meine letzte verlorene Erinnerung. Das war die Erinnerung von dem Zeitpunkt, kurz nachdem wir aus dem Kälteschlaf aufwachten. Ja, eine Erinnerung unmittelbar, bevor das Killing Game begann. Wir alle wurden von Monokuma aufgeweckt und unsere Erinnerungen wurden uns genommen. Und wir wurden gezwungen, all das hier zu tun? Wir wollten doch zusammenarbeiten und wir haben uns versprochen, Freunde zu werden. Monokuma, ich werde dir niemals vergeben. Ich auch nicht. Ich werde ihm niemals, niemals vergeben. Ich empfinde dasselbe, aber jetzt müssen wir uns auf die Untersuchung konzentrieren. Der Morgen naht. Dann überlass mir hier die Dinge. Du schaust, wo du noch irgendwelche Sachen abzuchecken hast. Also, wo du noch Untersuchungen anstellen kannst. Was? Du hast immer noch das Gefühl, dass es noch irgendein Geheimnis gibt, nicht wahr, Shuichi? Dann werde ich es für dich hier finden. Wir versuchen alle zusammenzuarbeiten und die Wahrheit daraus zu finden, aber ich habe noch keine Hinweise bis jetzt gefunden. Also muss ich meine Ehre wiederherstellen. Himiko, ist das denn okay für dich, ganz allein das zu machen? Was für eine dumme Frage. Da ich nun diese Erinnerung zurück habe, bin ich überwältigt von Wut. Und mit meinen Fähigkeiten werde ich diesen Dastardly Monokuma und den Mastermind schnappen. Was ist denn Dastardly? Das klingt ein bisschen wie Bastard, nur das Dastard. Dastardly ist heimtückisch, gemein, feigen. Monokuma und Mastermind fangen. Verstehe. Dann überlasse ich das dir, Himiko. Was? Wirklich? Du willst mich wirklich hier alleine, ganz alleine zurücklassen? Nun ja, wenn du nicht selbstsicher genug bist, das tun zu können, dann musst du dich nicht dazu zwingen. Ja. Nein, geht schon in Ordnung. Da ihr an mich glaubt, muss ich einfach nur mein Bestes geben. Ich werde einen Hinweis finden, selbst wenn es jeden letzten Tropfen meiner Magie aufbraucht und mich tötet. Ihr sagt doch nicht so etwas, was Unglück bringt. Ich wollte euch nur wissen lassen, wie entschlossen ich bin. Und ihr solltet an mich glauben und weiter voranschreiten. Danke dir. Das sorgt wirklich dafür, dass ich mich besser fühle, Himiko. Was sollen wir tun? Mit so wenig Zeit, die wir noch haben, sollten wir uns besser aufteilen, nicht wahr? Ja, wir sollten uns aufteilen und noch einmal alle Labore untersuchen, ein weiteres Mal. Wenn wir irgendeinen Hinweis in einen von ihm... Achso, falls wir einen Hinweis vergessen haben sollten, ist es vermutlich in jenem Labor. Okay, dann ich zieh los. Seid vorsichtig. Du auch, Himiko. So, Zeitlimit ist fast wieder erreicht. Das heißt, gleich haben wir einmal die es geht alles kaputt Animation. Das heißt, ich spreche einfach nochmal mit den Leuten und fordere das heraus. Überlass das mir. Da ihr an mich glaubt, gebe ich alles. Und auch wenn es mich tötet und so. So. Und nach dem Gespräch mit Tsubugi haben wir wieder Time Over. Da Kibo und die Exissels die Akademie zerstören, wer weiß, wie lange wir da noch haben. Sieht sehr fröhlich auf jeden Fall aus bei diesem Vorschlag mit dem Sprite. Aber wir haben keine andere Wahl, als es zu tun. Also, los geht's. Ja, zu viel Zeit. Es ist schon Dingsbums und ich muss wieder extra Soundeffekte machen wegen Lag. Feuer, 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 Feuer. Sparkle, sparkle, sparkle. Sparkle. Funken, Funken, Funkenflug. War was? Nö. Ja, ich weiß doch. Ja, geht's jetzt ab hier wieder los? Hä? Moment mal. Geht's wirklich ab hier wieder los? Okay, ich würde sagen, ich mache hier mal einen kleinen Schnitt. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier erst wieder losgeht. Wahrscheinlich pro Raum, den ich untersuche, passiert irgendwas. Das heißt, okay, ich werde mich mal hier ein bisschen durchklicken. Und dann gleich noch ein bisschen was anfügen, sobald ich wieder auf dem aktuellen Stand bin. Das kann ja dauern. Bis gleich!
So, damit bin ich wieder an der Stelle wie zuvor. Ich speichere jetzt hier auch einmal. Damit ich notfalls hier den Speicherstand wieder anfangen kann, sollte das jetzt auch, sobald wir den Raum verlassen und ich nochmal das Zeitlimit anvisiere, wir wieder hier in dem Raum starten von ganz Anfang an. Ich meine, vielleicht gibt es so eine neue Art Checkpoint, sobald wir den Raum jetzt hier verlassen. Aber sicher ist sicher. Deswegen speichere ich mal hier, damit ich das nicht nochmal machen soll. Habe jetzt wirklich nur die Mindestanzahl an Klicks an Untersuchungen gemacht, um wieder auf denselben Stand zu kommen. Als wir den versteckten Raum verließen, sahen wir Kibo und die Exizzles in einem heftigen Kampf. Bei einem heftigen Kampf wahrscheinlich eher. Geht es euch gut? Ist niemand von euch beiden verletzt? Ja, alles okay. Was zum... Die versteckte Tür wurde von Trümmern blockiert. Himiko! Okay, spar mal wieder ein bisschen Zeit lieber. Wir können weder rein noch raus. Ist Himiko eventuell gefangen? Ich denke schon. Kibo, kannst du dagegen nichts unternehmen? Ich kann zwar die Trümmer aus dem Weg räumen, aber ohne zu wissen, wo Himiko sich dahinter befindet, könnte es zu gefährlich sein, dass ich es einfach nur, dass ich es einfach so attackiere, die Trümmer. Dann willst du sagen, dass wir sie einfach dort drin lassen sollen? Das könnte ich doch nicht tun, wir sind schließlich Freunde. Aber ich bin nicht stark genug, um diese Trümmer anzuheben. Dann sollten wir den Exizzle verwenden. Oder benutzen. Was? Den Exizzle verwenden? Wie? Wir haben keine weitere von Mios Erfindungen. Und die Monocubes sind ja also in den Exizzle, also... Ganz genau. Wir werden dafür sorgen, dass Monokuma und die Monocubes das tun. Monokuma und die Monocubes? Sie wollen das doch auch nicht. Ihr Ziel ist es, dass wir das Killing Game weiter fortführen. Du willst also vorschlagen, dass wir aufgeben und dieses Killing Game weitermachen? Aber Himiko ist in Gefahr. Sie zu retten sollte doch unsere oberste Priorität. Nein, wir werden dieses Killing Game beenden. Was meinst du damit? Hast du irgendeine Art Plan oder so? Ja, habe ich. Aber das braucht ein wenig Detektivarbeit. Wir müssen noch ein bisschen weiter Untersuchungen anstellen. Hä? Und was ist mit Himiko? Ich mache mir Sorgen um sie, aber wir müssen jetzt erst einmal darauf vertrauen, dass es ihr gut geht. Wir haben ihr vertraut, als sie gesagt hat, dass wir alles ihr überlassen sollen. Wenn wir hier einfach nur rumstehen, dann würden wir diesem Wunsch von ihr nicht gerecht werden. Okay, Himiko ist ja die ultimative Magierin. Oder Zauberin. Magician war ja Zauberin dann gewesen. Ich wette, sie wird ihre Magie verwenden, um irgendeinen Hinweis in diesem Raum zu finden, der schlicht und ergreifend und überhaupt unglaublich ist. Ja, ich bin mir sicher, Himiko wird's gut gehen. Wenn ihr nach Hinweisen sucht, dann empfehle ich euch, den Klassenraum im zweiten Geschoss, also ersten Obergeschoss, nehme ich mal an, zu untersuchen. Hä? Ich habe dort etwas Seltsames gesehen, während ich mit den Exizzles im Hof kämpfte. Was auch immer für einen Hinweis ihr sucht, befindet sich womöglich dort. Etwas Seltsames? Beeilt euch einfach. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Oder ihr habt nicht mehr viel Zeit. Es ist bald morgen. Und ich mache mir Sorgen über wegen Himiko. Kibo. Aber am Zeitlimit wirst du nichts ändern, nicht wahr? Ja, ich kann den Angriffen der Exizzles jenseits dieses Zeitlimits nicht ausweichen. Wenn wir das nicht bald beenden, werde ich zerstört werden. Und wenn das passiert, werden wir die Chance verlieren, die ultimative Akademie zu zerstören. Und das wäre das schlimmste Ending. Nein. Das wäre ein Ende voller Verzweiflung.
Kibo. Tsumigi, ich werde ins erste Obergeschoss gehen. I don't know if I can get to all of them. Ach so, den anderen Laboren meint sie. Ich weiß nicht, ob ich alle anderen Labore schaffen werde, aber ich tue, was ich kann. Wir sehen uns später. Klassenzimmer im ersten Obergeschoss, also da, wo wir ursprünglich mal losgestartet sind. Mit, mit Schritten voller Mut oder I'm confident, ich bin mir sicher, voller Sicherheit, ich bin Überzeugung, rannte Tsumugi aus der Bücherei. Himiko, warte nur ein klein wenig länger. Dein Band wurde stärker. Jetzt kannst du noch mehr Trümmer als zuvor bewegen. Dann könnten wir auch die hier zu Himiko beseitigen. Nun gut, ansonsten... Ja, es stockt. Sobald ich jetzt rausgehe, wird wahrscheinlich FPS wieder vollkommen einbrechen. Das heißt, es ist aber auch, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um dann jetzt hier die Folge zu beenden, bevor ich weiter nach oben gehe. Kann ich hier gleich nochmal über denselben Speicherstand drüber speichern. Hier wäre auch irgendwo noch ein super Ort, um nochmal ein Hidden Monokuma zu platzieren eigentlich. Aber hier sehe ich diesmal... Was ist das hier eigentlich? Scheinbar keine Bedeutung. Aber hier sehe ich jetzt gerade keinen. Es stockt noch nicht so sehr. Dann gehe ich zumindest schon mal bis zum Klassenraum. Außer hier oben stockt es jetzt mehr, weil im Keller es einfach nur weniger zu animieren gab. Oder darzustellen gab. Dann sparen wir uns zumindest für die nächste Folge ein bisschen was. Hier taucht jetzt doch bestimmt wieder ein Exizzle auf, oder? Oder? Nicht? Dann scheinbar nicht. Ist das denn hier jetzt schon der... Ja, Second Floor. Wahrscheinlich sobald wir hier hinter den Trümmern sind, taucht einer auf. Dahinter ist es zumindest ein ausreichend großer Raum. Ist das das Klavier hier aus... und die CDs und so weiter, die Regale aus dem Labor von Kaede? Ich meine, verdächtig genug, dass hier die beiden Klassenräume direkt neben Kaede liegen, wo wir angefangen haben und wo wir jetzt als letztes zu einer Untersuchung hingehen. Und so viel auf Kaede hindeutet. Wobei hier ihr Laborraum erschreckend leer und komisch aussieht. Deswegen würde ich den eigentlich fast am liebsten noch eher als die Klassenräume untersuchen wollen. Da ist ja auch die Klassenräume zwei gibt. Und es Verschwendung sein kann, einen anzuklicken, der nicht gemeint ist. Speichere ich hier nochmal ganz kurz, damit wir noch sozusagen, oder ich aktuell dann bin, obwohl ich noch keine Untersuchung verschwendet habe zeitlich. Welchen hatten Kaido und ich angefangen? Ich glaube in dem rechten, deswegen gehe ich mal zuerst hier in Klassenraum C rein. Okay. Kibo sagte, dass er etwas Seltsames gesehen hat, während er im Hof gekämpft hat. Er sollte von hier aus in der Lage sein, den gesamten Hof zu sehen. Das hier muss sein, wovon er geredet hat. Schauen wir mal, ob ich irgendwas finden kann. Das sieht sehr seltsam aus. Wie als wenn hier jemand was aufgetürmt hätte, um hier oben durch ein Loch zu kommen oder so. Auf der anderen Seite können wir das hier alles wegbumsen. Das Wegbumsen kostet keine Zeit oben, ne? Ne. Wenn ich erstmal ein bisschen aufräumen hier. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt dann... Hologramm-Display. Ist das jetzt zuerst aufgetaucht? Muss ich hier also tatsächlich den Schutt wegräumen? Mal sehen, ob ich das wieder machen muss, wenn ich jetzt hier abspeichere und dann in der nächsten Folge neu lade. Denn ich würde sagen, bis hierhin... Hierbei belasse ich es erstmal. Ich kann aber nicht nach draußen gucken. Ist sonst noch irgendwas außer die Locker? Nee. Weil die Anordnung der Stühle mir auch irgendwie ein bisschen seltsam vorkam. Ja. Gut, wenigstens hat er jetzt für den Versuch des Verlassens des Raumes keine Zeit oben abgekapselt. Deswegen speichere ich jetzt hier im Raum nochmal. Und dann werden wir diesen Klassenraum und vielleicht den anderen Klassenraum in der nächsten Folge untersuchen. Ich werde nochmal einen drunter speichern. Für den Fall, dass es vielleicht interessant wäre, auch den anderen Klassenraum zuerst anzuschauen. Falls das mit der Reihenfolge irgendeine Art von Bewandtnis hat oder so. Und würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher.
Das war wieder eine Folge von Danganronpa We Free Killing Harmony und weiter geht's dann in der nächsten. Bis dahin, Matane. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.